Jo Leute, willkommen zurück bei WWE 2K22. Ja Leute, ich habe euch eine schlechte Nachricht. Die Nachricht ist die, eigentlich ist das nicht für euch schlecht, sondern für mich war es schlecht. Schaut euch mal, wenn ihr euch was auffällt, Leute, wenn euch was auffällt, dann schaut mal auf meine Fans. Dann gehen wir auf Attributs Upgrades. 94. Ich war nicht 94, Leute, das stimmt. Ich war nicht 94 und Story-Fortschritte. Ja, Maskerade hatten wir ja gemacht. Könnt ihr euch schon erinnern? Ich gehe mal auf NXT. Ja. Wir haben NXT gemacht, Leute. Performance Center haben wir auch fast nichts gemacht. Das kommt daher, weil das Spiel hat sich aufgehangen, Leute, wo ich auf Robin Ray geklickt habe. Und dann, ja, ich habe aus Versehen dann die Aufgabe dann gestartet. Wollte ich ja aber nicht. Ich muss das ja erstmal aufnehmen, damit ich es euch zeigen kann, ne? Das mit dem unhöflichen Vikings war das. Da ist das passiert, Leute. Jetzt geht das nicht mal an. Deswegen muss ich das alles nachspielen. Ich habe safe 8 Stunden gebraucht dafür. Und 2 Tage, weil ich habe auch dabei auch Pause gemacht. Ich hatte auch keine Lust mehr, ne? Nach 4 Stunden hatte ich auch keine Lust mehr, das Spiel nochmal zu spielen. Deswegen, Leute, seit 2 Tagen habe ich nur Probleme. Das war richtig scheiße. So. Auf jeden Fall, Leute. Ja, jetzt geht's weiter. Das Ding ist, ich gehe jetzt die ganze Zeit hin und her. Sorry dafür, Leute. Aber wir können jetzt mit unhöfliche Vikings dann anfangen. Wir sind ja das Böse gerade. Wir müssen dann wieder zum Guten wechseln. I had the Viking Raiders on the podcast and we did a segment about the current Raw roster. Who's the biggest prankster, the messiest, that sort of thing. Guess who they gave the ugliest scowl and least likely to get a date award? I've got your trophy back at the office if you want it. So, stopp für den Viking Raiders im Ring das Maul. Das werden wir jetzt starten, Leute. So, ich habe das jetzt geklickt. Da war das am Speichern und ich habe den Spiel direkt ausgemacht, weil ich wollte das euch erstmal zeigen. Und ich, voll Idiot, habe das Spiel jetzt ausgemacht und dann habe ich dann wieder gestartet. Und dann gucke ich, ja, geht nicht. Ich habe sogar extra gewartet auf diese Ladebildschirm. 20, 30 Minuten habe ich gewartet, bis das angeht. Nee, da kam nix. Da muss ich das wieder nachholen und alles wieder spielen, Leute. Ihr sagt jetzt bestimmt, ja, Oh yeah, Scheiße I ist like this guy. abgelaufen, ne? 100% spielst du jetzt bestimmt nicht mehr, sagt ihr bestimmt. Nee, Leute, da wo ich aufgehört habe, mache ich jetzt weiter. Wir sind ja bei Raw. Dann will ich noch die alle Aufgaben noch erledigen. Dann werden wir bei SmackDown auch noch die Aufgaben erledigen. Dann ist das schon, dass wir 100% gemacht haben, Leute. Deswegen. So, da kommen die jetzt. Ja, Leute, ist wirklich scheiße abgelaufen, Leute. Ich rede schon seit 3 Minuten darüber, aber ich muss ein Statement bringen. Und denkt ihr, warum bist du jetzt so schwach geworden? Ja. Leute, mir ist gerade was eingefallen. Ich muss das euch mal gleich zeigen. Also, dieser Match wird jetzt schnell dauern, weil ich habe was vergessen zu ändern, bevor ich das jetzt hier mache. Sorry jetzt dafür, Leute, aber ich glaube, ich muss sowieso nur gegen die gewinnen. Ja, ist scheiße gelaufen jetzt. Ihr fragt euch jetzt, was ich darüber, also von was ich jetzt rede. Ich spiele das Spiel gerade auf leicht. Weil ich schnell da kommen wollte, wo ich aufgehört habe. Und ihr seht auch gerade die Klamotten von mir, dass die anders aussehen, ne? Also die Farbe schon mal. Oder die Armbinde, sagen wir mal. Ja. Sind ja wie bei meinen Füßen und meinen Beinen, ne? Hab ich so gemacht. Sah ja komplett anders aus. So Leute, ihr fragt euch jetzt bestimmt, ja, warum kontert der jetzt die ganze Zeit nicht? Ja, wir spielen das auf leicht, leider. Ich habe vergessen, das wieder einzustellen.
Aber egal, ist sowieso nur eine Aufgabe. Das Schade ist jetzt, ich würde mich schon zeigen wollen, also, dass hier ein bisschen mehr abgehen hier. Weil wir kämpfen ja gegen zwei Leute auf einmal. Wir hätten safe Probleme haben können, aber ich mach das mal jetzt schnell. Dann muss ich das ändern, damit wir bei den anderen Aufgaben nicht mehr so leicht spielen. Ja, habe ich vergessen, Leute, bevor ich das hier mache. Seht ihr, ich kann direkt kontern. Ist auch leichter geworden. Wir müssen wieder wechseln. Weil das Match wird sowieso gleich aufhören. So, wechsel bitte. Kannst wechseln? Doch nicht. Ja, Leute, beim Reden habe ich das vergessen halt, ne? Das zu ändern. Wegen der Schwierigkeit. Grad. Komm, wechsel. So, der hat gekontert. Ein Wunder ist geschehen. Seht ihr, Leute, ich kann schneller kontern. Das ist das Ding. So, ich hoffe, der wechselt jetzt. Weil wir wollen Ivar zerstören und nicht Eric. Boah, ey, die haben wirklich, die wollen das nicht mehr. Die wollen nicht wechseln lassen. So, jetzt habt ihr extra nicht gekontert. Weil, Leute, das Spiel ist viel zu leicht jetzt. Ich musste alles wieder nachspielen, Leute. Sogar das Royal Rumble. Ich habe das Royal Rumble sogar auf leicht gespielt, damit ich das schnell durchspiele. Sonst würde ich das doch nicht auf leicht spielen. Kennt mich ja. Ich habe das auch schwer gespielt und das war mega schwer. Wir haben das zwei Parts gebraucht dafür. Sowieso wechselt der Idiot jetzt nicht, ja. Oh Mann, da fängt schon direkt an, der erste Part, und dann haben wir schon solche Probleme, ne? Schon, dass ich das auf leicht spiele. Ja komm, wir machen den jetzt platt. Reicht mir. Wenn Ivar nicht wechseln will, machen wir den dann platt. Dachte, er hat gekontert. So, dann machen wir einmal den F5 bei dir. Dann will ich, dass du wieder aufstehst. Wir hauen dann Ivar eine rein. Und dann geben wir dir ein Spear und das war's auch mit uns. Seht ihr, Leute? Mit dem gelben Körper haben wir gewonnen. Warum wohl? Weil das Spiel auf leicht ist. So, das neu, Leute. Ich habe das geändert. Wenn ich gewinne, mache ich so wie Kane. Also beenden wir das Match wie Kane dann. Unsere Siegesserie. So, ich muss das direkt ändern, sorry dafür. Das speichert ja automatisch, deswegen. Ich konnte das jetzt nicht wieder abbrechen. Und dann von neu spielen geht ja nicht. Jetzt habt ihr gesehen, wie das ist sogar. Ich habe ja euch jetzt auch das Gameplay gezeigt. Endlich haben wir die Story abgeschlossen. Ich habe das auch, wie gesagt, euch gezeigt, wie das ist, wenn wir leicht spielen, Leute. So, wo ist das? Da ist das, Leute. Wir spielen auf leicht, aber jetzt spielen wir das wieder auf schwer. So. So, Maskerade habe ich nicht gemacht. Habe ich vergessen. Ich glaube, den werde ich sogar auslassen. Da, weil wir hatten das ja schon. Und wenn ich das machen sollte, werde ich das dann euch nicht zeigen. Weil ihr habt das schon gesehen. Braucht ihr mich nochmal zu sehen, ne? Ne, wir machen das nicht. Wir wechseln noch nicht, weil ich muss noch die anderen Aufgaben machen. Deswegen muss ich das erstmal finden. Hier ist das. Ich kann das jetzt wieder skippen, Leute. Das brauche ich euch auch nicht zu zeigen, weil ihr kennt das schon, dass wir ein Tag Team Match machen oder normales Match. So, ja, wir verändern uns, weil Maskerade brauchen wir nicht mehr zu machen. So. Tag Team Match ist das, ja. Wir machen
das Tag Team Match und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn das Tag Team Match Ende ist, Leute, weil ihr habt, das ist unnötig, dieses Match so anzugucken, Leute, weil das ist keine Story, deswegen. So, bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Wir haben das Match gemacht und gewonnen. So, wir sind jetzt wieder gut. Wir können uns auch noch verstärken hier. Ja, Leute, 95 Stärke, aber wir müssen jetzt aufpassen, ne? Wir werden jetzt richtig Probleme bekommen. So, die Aufgaben haben wir noch. Oh, wir haben noch eine Aufgabe, Leute. Frank, Fragezeichen ist da, ne? Wir haben eine vergessen. Es könnte sein, dass das mit NXT und sowas zu tun hatte oder hätte. So, you can face me können wir machen. Bleiben oder gehen mache ich noch nicht. Angeberei will ich noch machen. So. Ich glaube, wir müssen zu einem anderen Platz oder wir gucken mal. Ist das neu? Nein, das ist nicht neu. Das ist auch nicht neu. Ja, Leute, ich glaube, das könnte hier sein. Ich will alles mitnehmen, ne? Habe ich ja schon gesagt. Wir werden Raw komplett machen und dann zu SmackDown, dann machen wir das auch komplett. Das war's dann auch dann mit dem Spiel. Ja, ist noch lange, Leute. Und wir haben auch viel Part verbracht, ne? Ich glaube, ich muss die Parts mal länger machen. So, Mandy Rose. Bleiben oder gehen ist halt hoffentlich nicht. What did you want to talk to me about? I realize this is kind of a big ask. Ja. But das ist, I want to defend my WWE Championship against John Cena. Beating him would solidify my title reign and put me up there with some of the top champions of all time. So, any chance you can make that happen? You know, maybe give him one of those mandates to show up and face mandate. Me? Mandate. Yeah, I wish it was that easy. I mean, don't you think I've already tried to get Cena to appear on Raw before? He would bring instant star power along with a guaranteed ratings boost. But the reality is, he's busy with various TV and film projects and isn't interested in a return right now. So it's pretty much a lost cause. If I were you, I'd focus on something else. Bring Cena dazu, gegen mich anzutreten. Vielleicht kommen wir später darauf zurück. Nein. I wouldn't be where I am today if I just quit anytime I was up against some adversity. I'm gonna get John Cena to come back to WWE and face me. And how are you going to do that? I'm gonna take a little trip down memory lane and revisit some of Cena's career highlights. Maybe that will get his attention. Ja, you can face me. Machen wir. Die anderen Aufgaben muss ich auch noch machen. Ab dann können wir dann wechseln, weil da waren zwei Aufgaben, Leute. Ja, als Nachrichten, also die, wir bekommen ja Nachrichten mal, damit wir die Aufgaben dann machen können. So, lass das mal erstmal lesen. So, hey John Cena, hier ist WWE Champion Pate. Du hast mal gesagt, die schlimmste Frage ist die, die nicht gestellt wird, also magst du Pause von... Ah. Warum schreibt jetzt Miss irgendwas? So, erstmal lesen wir weiter. Also, magst du Pause von Hollywood machen und für ein 1 gegen 1 gegen mich in einem WWE-Ring steigen? Ich weiß, du hast viel zu tun, John Cena, aber ich will dieses Match, weil ich dich respektiere und ein Fan bin. Eines meiner Lieblingsmatches von dir war das bei WrestleMania gegen The Miz. Weißt du noch, Mike The Miz? Klar weiß ich noch. Da habe ich John Cena geschlagen und meine WWE-Championship verteidigt. Worauf willst du hinaus? Ich will John Cena zeigen, wie sehr ich gegen ihn antreten will, indem ich seine denkwürdigsten Momente erinnere. Magst du zu WWE Raw zu kommen? Und wir stellen das Match nach. Ich war beim echten Match dabei. Ich muss mir deine jämmerliche Nachstellung nicht geben. Versteh schon, dein größter Erfolg ist über 10 Jahre her. Da würde ich auch nicht gern daran erinnert werden. Ich habe im letzten Jahrzehnt mehr erreicht, als du es in deiner letzten
Karriere, in deiner ganzen Karriere tun wirst. Letzten sag ich. Du willst Theater spielen und alle Matches nachstellen? Schön, ich komme zu Raw und vermöbel dich wie damals Cena bei WrestleMania. Jo, machen wir. Ja, Leute, ich kann immer noch darüber reden, wie das scheiße war für mich, alles nachzuspielen. Schon Performance Center hat mich richtig genervt. Ich wollte direkt rüber wechseln, hier zu Raw. Und da muss ich auch noch die anderen Aufgaben machen. Eigentlich brauchte ich nicht an Aufgaben zu machen, aber wir müssen es. Sonst kann ich nicht hier die Aufgaben dann starten mit You Can Face Me, ne? Die kommen erst dann, wenn man die anderen Aufgaben erledigt hat. Deswegen. So, dann kommen wir jetzt. Da kommt Miss, erledigen wir mal. Stunner. Ich hab sogar andere Moveset, Leute. Hat ein bisschen geändert. Using the Miz to provoke one of WWE's greatest champions of all time, zum Beispiel den hab ich geändert. Ja, genau. Da, wo ich das da zeigen will, ne, ist das, geht das daneben. Gotta find a way to get out of this. Miz counters with an attack. He's able to sidestep there. Das muss aufpassen. So, ich wollte euch doch mal zeigen. Das ist mein neuer Moveset. Den haben wir. Den Spirit Bomb. Ah, der Michael Cole sagt immer Pop Up Powerbomb. Das ist ja von Kevin Owens, aber ist ja nicht von Kevin Owens. Das zeigt mich ja von. Das heißt ja nochmal von Keith Lee. So, den kennt ihr schon. Den habe ich gelassen. Den haben wir jetzt neu. Den RKO wollte ich gerade zeigen. Powerless position to be in right now. Ja, wieso konnte ich nicht kontern? Wow. Look at the court. It's not embarrassing to tap out. He'll save your. How do you get out of this? Oh, look at that. What a great counter. Am Anfang hatte ich den Headbutt, Leute. Den, was Dings Ilya Dragunov hat, ne? Aber ich habe das wieder geändert, weil das war nervig, Leute. Manchmal hat der nicht getroffen. So, ich wollte euch noch was zeigen. Den RKO habe ich gemacht. Und wir haben den neuen, nicht mehr den Suplex Pride Driver, sondern den Suplex GTX. GTS. GTX, sag ich schon. Ja. So. Mit Orange gewinnt man, Leute. Wenn man das auf leicht spielt, aber auf legendär ist das ja anders. Ihr kennt das schon wegen Montez Ford und Angelo Dawkins, ne? Die falten sich ja wie The Rock und Brock Lesnar, sagst du jedes Mal. So, ich hoffe, der kontert nicht. Wir sehen das ja jetzt auch gerade nicht, dass er kontern kann. Ich hoffe, das reicht trotzdem. Ich denke nicht. Ja. Den habe ich auch geändert. Das ist neu. So, ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, der kann Widerstand weiter. Dann dauert das noch länger, das Match. Geschafft.
Ja, da können wir uns angucken, ne? Leute, bei diesem Spiel ist nur scheiße, dass man nicht zweimal speichern kann. Man kann nur einmal speichern. Man kann auch nicht das kopieren, was man gespeichert hat. Hey John Cena, hast du mein Match gegen Mike The Miz gesehen? War zwar keine exakte Nachstellung von deinem WrestleMania-Match, weil ich gewonnen habe, aber war nah dran. Also kämpfst du gegen mich? Ich weiß, du kannst mich nicht sehen, aber ich hoffe, du siehst diese Posts. Schweigen, peinlich. Oh Mann. So, wie gesagt, Leute, ich mache deswegen jetzt weiter, weil... Komm, machen wir ein bisschen weiter. So, this whole Cena thing? Hate to say I told you so, but... You know what? I don't hate it at all. I told you so. Ja. I know how it looks from your perspective, but I promise it's gonna work. I just need more time. And besides, I never said this would be easy. Fine, but if you don't get at least some kind of acknowledgement soon from Cena, then I'm pulling the plug. What's your next move? Spotlighting a major loss didn't seem to work, so I'm gonna go in the other direction. Oh yeah, I actually got wind of your idea for this already. Trying to replicate Cena's first WWE Championship win by beating JBL? Don't think it's going to matter, but I'll make it happen. Jo, wir sollen jetzt gegen JBL kämpfen? Boah, ich erinnere mich sogar an dieses Match, wo John Cena das erste Mal gegen JBL gewonnen hat da. Oder Champion war, ne? Boah. Ja, dann ging das alles bergab, ne? Da hat der krasse Sachen gemacht, der John Cena. Schon davor war der schon cool, aber danach, Alter. Wegen dieses United States Champion, ne? Boah, dieses United States Championship. Man konnte das ja drehen. Das war ein Spinnerbelt, ne? Boah, das waren Zeiten. So, skippen wir. Damit wir schnell das Match machen können. Da kommt JBO. Wir können uns das eigentlich angucken, ne? JBL. Der kommt aber nicht mit seinem Auto, ne? Mit seiner Limousine, besser gesagt. Der einzigste Mann, der mit seiner Limousine kam, war JBL. Ja, ich meine jetzt als Wrestler, ne? Nicht jetzt mit Vince McMahon. Mr. McMahon, nicht Winster. Heute bin ich wieder durch, Leute. Heute rede ich nur Schwachsinn manchmal. Das kann daran liegen, dass ich die ganze Zeit nur am Zocken war, weil ich hier alles nachspielen musste, leider. So, der gekontert. Das geht immer daneben, aber der gekontert. Warum zum Teufel kann ich nicht kontern, obwohl ich drücke? Bei links ist das nicht so, Leute. Bei wenn man das auf Fleisch spielt, dann kommt das auf jeden Fall, dass man kontern kann. Aber hier geht das nicht. Das war so klar, dass das kommt. Nur gewartet. Wir haben bald den Signature. Ja, der geht daneben. Ja, klar. Der geht auch daneben. Den hat er getroffen.
Jo, der kann ihn nicht tragen. Egal, wir machen das nochmal. Vielleicht geht das noch nicht. Ja, der kann den wirklich nicht tragen. Ich glaube, JBL ist schon eine Klasse zu groß, ne? Also mit dem Gewicht. Ja, toll. Ich konnte euch das nicht zeigen jetzt. So, dann müssen wir was anderes überlegen. Jo, wir sind schon orange, ne? Ja, der gekontert. Shit. So, machen wir den gleichen Move nochmal. Ich wollte eigentlich den Panama Sunrise zeigen. Den habe ich auch gelassen. Ja, dann nochmal. Jo, das war... Da gibt das daneben, ne? Zum Glück habe ich gekontert. So, jetzt den Sister Abigail. Geht dieser Part dann länger, Leute? Schon weil ich 3-4 Minuten nur über das Problem geredet habe. Das war schon ekelhaft, ey, alles nachzuspielen. Scheiße, er hat gekontert. Sein Finish. Jo, der macht mich jetzt richtig fertig. Ich muss aufpassen. Das war knapp. Das war knapp. So, ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, du hast keinen Widerstand. Den konnte dann niemand, ja. Oh nein. Das war knapp. Das war richtig knapp, Leute. Oh ja, ich muss da durchspammen, ey. Jetzt wieder aufpassen. Und Spear reicht. Wir haben fast verloren, Leute. Fast. Knapp. Egal, wir haben es geschafft. So, ich hoffe, da kommt jetzt keine Sequenz mehr. Ich habe JBL geschlagen, genau wie John Cena bei seiner ersten WWE Championship. Was sagst du, John? Habe ich mir ein Match verdient? Okay, langsam wird's richtig peinlich. Vergiss das Ganze. Ich habe nie was gesagt. Moment mal, Pate. Ich sehe dich und ich fühle... Oh, darf ich mal weiterlesen, bitte? So.
Und ich fühle mich geschmeichelt. Sorry für die späte Reaktion. War für Dreharbeiten im Ausland. Oh, hi John. Also die 1-Million-Dollar-Frage. Hast du noch Kraft für ein letztes Match in dir? Absolut. Hoffentlich nicht für, nur für eines. Aber in naher Zukunft wird das nicht. Ich jongliere schon zu viele Projekte. Und du verdienst meine volle Aufmerksamkeit. Ich sage das voller Respekt. Aber wo liegt da deine Loyalität? Bei der Welt, die dich berühmt gemacht hat? Oder bei der, die dich fallen lässt, sobald jemand anders auftaucht? Falscher Zeitpunkt, falscher Ort, etwas mehr Stille, nein, etwas mehr still, bitte, das kannst du besser. Ich will mich ja verbessern, indem ich gegen den Besten kämpfe, aber vielleicht bin ich zu spät. Ich kann dir nur viel Glück wünschen, Pate. So, Leute. Das war's mit dem Part. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Abonnieren und liken nicht vergessen. Und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Part dann wieder, wenn es wieder heißt WWE 2K22. Ciao, Leute.